geht's heute mit dem Automechaniker Simulator und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen heute weiter mit diesem Mustang hier. Und der wird. Ich habe mich wohl festgerannt, warum auch immer. Obwohl, ich könnte ja tatsächlich. Warum muss ich nicht den Motor mal dir. Ich kann ja den. Wenn ich den hier nehme, kann ich den Motor einfach dir rausnehmen. Dann brauche ich nicht immer jedes einzelne Teil aus dem Auto rauszufriemeln. Wäre eigentlich gar nicht so blöd. Naja, egal. Wir haben heute ein bisschen was zu tun, wo wir gerade dabei sind. Mache eine Generalüberholung des Motors. Ja gut, das brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, es wird definitiv einiges passieren und wir müssen wahrscheinlich Fahrwerk, klopfende Aufhängung, ganz andere Richtung, etc. Also es sind viele, viele Sachen, die wir jetzt machen müssen. Und dann nutzen wir doch das Ding einfach mal und rauen den Motor kurz raus. Gerät bewegen. Vorne den ersten Stellplatz, wenn ich dann darf. Warte mal. Natürlich nicht. Das war auch alles geplant. Gerät bewegen. Und zwar an die erste Hebebühne. Ich hoffe, dass ich das richtige Auto jetzt erwischt habe. Nein, es ist tatsächlich die zweite Hebebühne. So, also Gerät bewegen und wir nehmen die zweite Hebebühne. So, jetzt friemeln wir mit dem Ding hier den Motor aus dem Auto raus, weil wir brauchen ja jetzt ein bisschen ausbauen. Motor aus dem Fahrzeug ausbauen, demontieren, erstmal das Getriebe demontieren, bevor wir den Motor rausnehmen können. Alles klar. Dann geht's also heute damit darum, ein bisschen was auseinanderzubauen. So, die Autos werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was tun, werden ein bisschen was zu tun haben. Aber ist nicht schlimm. Wir werden mal schauen, was wir hinkriegen. So. Lalalala, lalalala. Okay, Ratten am Deckel. Da ist auf jeden Fall einiges an dem Auto ziemlich durch. So, nehmen wir das erstmal hier raus. Weg mit der. Weg mit der. Links. Und dann kommen wir nach und nach. Oh ja, oh ja, oh ja. Das Auto sieht so aus, als wäre da viel zu tun. Nehmen wir erstmal das Fahrwerk aus. Damit wir das bisschen. Spurstangenkopf. So. Ne, erstmal die Federung weg. Die muss wahrscheinlich komplett getauscht werden. So. Gucken wir mal hier unten. Die Gummilagerbox weg. Genau. Dann das ganze Spielchen nochmal oben. So, und dann können wir hier den Achsschiff ziehen. Ja, sehr wahrscheinlich nicht. Zugang vom Motorraum. Gut, das heißt, wir machen erstmal die andere Seite plus das Getriebe raus, damit wir hier damit wir ein bisschen Luft haben zum Atmen. So, gucken wir mal. Hier müssen die Bremssattel raus. So. So. So, warte mal. Radnabe weg. So, damit wir das Spielchen weiterspielen können, machen wir hier erstmal. Wir müssen eh alles ausbauen. Von daher ist es jetzt nicht tragisch, dass ich jetzt schon mal ein bisschen vorarbeite. Halt, hier ist noch eine. Standkopf. Der muss auch raus. Wahrscheinlich muss der wieder neu erneuert werden. So, Gummilagerbox weg. Und dann kann das gezogen werden. So. Dann haben wir zumindest mal ein bisschen mehr Luft hier drin. So. Gut. Gut. Wir haben gesagt, die Getriebe muss raus.
Getriebe ist dieses Ding hier. Ja, gut, müssen wir jetzt mal die Kardanwelle ziehen. So, warte mal. So, wir dann irgendwie weitermachen können. Und ziehen wir nach dem Getriebe, müssen wir den Anlasser raus. Ich sehe, da bin jetzt ein bisschen weit weg, klar. So, jetzt muss jetzt mal das Getriebe gezogen werden. Da sind sowieso einige Teile noch, die weg müssen. So. Gut. Zugang vom Motorraum. Während das Auto jetzt runtergeht, geht der Motor jetzt erstmal raus. Den Motor versuche ich direkt in einen Rutsch zu ziehen. Warte mal. Halt. So. Ausbauen. Ich jetzt mehr ran können. Erstmal das Öl runter. Oh, ich hing. Gut. Und dann werden wir da etwas anderes machen. Wenn wir nämlich kurz so gerückt bewegen. Pass auf, der wird mit hier. Der wird jetzt direkt meckern. Ne, oder nicht. Okay. Also, den Öl. Das Gerät benutzen erstmal das Öl raus von dem Auto hier. So, Öl auffangen, Behälter, Öl bewegen, Gerät wieder zurückstellen. So, jetzt setzen wir die Karre wieder runter und dann können wir hoffentlich dann jetzt, ohne eine große Wirkung zu haben, den Motor ausbauen. Und dann können wir nämlich auch noch Teile ziehen. Weil da muss ich nicht den kompletten Motor auseinanderbauen. So, Motor ausbauen. So, Motor ist raus. Blöde Frage, wo ist Motor? Entschuldigen Sie, wo ist mein Motor hin? Weil der ist jetzt erstmal weg, klar. Warte mal, ich muss den Motor wieder haben. Motor wieder in das Fahrzeug einbauen. Okay. Scheinbar muss einmal komplett alles auseinandergepasst. Boah, das sind einige Sachen. Gut. Das heißt, ich werde doch ein bisschen was ausbauen müssen. Motor, das Fahrzeug wieder einbauen. Jo. So, also scheinbar funktioniert das nicht, weil ich den Motor nicht nehmen kann. So, fangen wir mit der ganzen Schulz weiter an. Kraftstofffilter raus. Lüfter Typ B raus. Ich hätte jetzt den Motor ausbauen und damit leicht an die Teile kommen. Nein, kann man natürlich nicht. Warum auch? Wasserpumpe raus. Abgaskrümmer weg. Den machen wir nämlich gerade nicht. Bye bye. So. Gut. Gucken wir mal drauf, gerade ob da ein bisschen was zu finden ist. Vieles. Da sind noch ein paar Sachen drauf. Ja, hinten sind noch ein paar. Also es wird auf jeden Fall ein Stück Arbeit werden. So mal eben. Es wird auf jeden Fall ein ordentliches Stück Arbeit werden. So. Griff von der Aufhängung. Ja, okay. Mal weiter. Ein bisschen wird noch was zu tun sein. Ich vermute, dass die Hinterfläche doch mal Probleme macht. Ja, da unten ist wieder was. Sehe ich gerade. Dann müssen wir das Auto nochmal hoch machen. Alter, da unten sehe ich noch ein defektes Teil. So. Gut. Dann geht das Längsgetriebe raus. Ja, du wird jetzt. Vorlagsträger brauchen wir wahrscheinlich nicht tauschen. Aber ich nehme ihn trotzdem raus, damit wir einfach warte mal, kurz gucken. Scheinbar wird eh da noch mit heute eh passieren, dass wir da nur viel ausbauen. Ich glaube, das ist die ganze Ersetzung, das machen wir alles in der nächsten Folge dann.
So, Axträger weg. Damit stört der schon mal nicht mehr. Beziehungsweise das Ding stört nicht mehr. So, Ölwanne raus. Die kann nämlich auch mal. Das war die jetzt groß stört. Ich guck gerade. Oh ja. Oh ja, da kann die Nocken. Da dürfte die Nockenwelle tatsächlich nicht fliegen. Meiner Meinung nach. Okay. Gut zu wissen, dass die jetzt gehend wird. Das könnte also Klopfen im Motor auch bedeuten, dass einfach die Nockenwelle durch ist. Und das wird nämlich jetzt gleich passieren. Die wird nämlich jetzt gleich wandern. Aus dem Auto rauswandern. Und kurz gucken. Da ist doch irgendwas. Pleuellagerdeckel. Ich hoffe, dass ich sie alle jetzt habe. Aber nein. Wäre zu einfach. So, noch hier noch ein Pleuellagerdeckel. Und da hinten ist, glaube ich, auch noch einer. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. So, na gut, machen wir das erstmal raus. Und ich glaube, das war trotzdem nicht die Kurve, die wir ziehen dürfen, weil da fehlt nämlich noch diese Kurve Riemenscheibe. Die kann natürlich, wie üblich, obwohl es einfacher wäre, die von unten rauszunehmen, nur vom Motorraum rausgenommen werden. Na geil. Okay. Nehmen wir erstmal die. Ah, könnte. So, lassen wir das raus hier. Der Vergaser rausbauen. So. Gut, jetzt muss ich gerade gucken. Warum darf ich nicht weiter nach hinten? Ist doch scheiße, sowas. Guck mal, ich kann jetzt zum Beispiel, ich muss jetzt raten, da unten, wo das Ding ist. So, jetzt geht die Kuppenmüllungsriemenscheibe raus. Und dann dürfte. Dann erst aus die Nockenwelle gehen. Das ist ein bisschen sehr viel zugebaut, aber ich könnte auch die Karosserie rausnehmen. Also wäre zu einfach. Aber egal, alles gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Kurbelwelle ist es. Natürlich geht die Kurbelwelle noch nicht raus, weil natürlich da hinten noch ein bisschen was von der Kupplung fehlt, was rausgehen muss. Die friemeln wir jetzt raus. Die Kupplungsscheibe geht raus, das Schwungrad geht raus und jetzt kann die noch kommen. Ja, oder auch nicht. Okay, da ist noch ein Pleuellagerdeckel, das erklärt's. So, jetzt darf doch bitte, bitte, bitte. Nein, nein, darf nicht, weil. Natürlich. Will den Motor erstmal von oben vorne weiter mal raus. Mal abarbeiten müssen. Oder? Warte mal, das sagt er jetzt gerade. Ich bin hier gerade am kompletten Frieden verzweifelt ein bisschen an dem Auto. Aber es hat ja uns ja angekündigt, dass wir heute ein bisschen was zu tun haben. Letzte Folge dann doch nicht so ganz. Aber in der. Der vorigen Folge, als ich bei der letzten Session aufgehört habe. So. Stoßdämpfer draußen. Ja, hier ist nämlich noch mehr. So, Befestigungsplatte. Natürlich darf die Befestigungsplatte noch nicht gehen, weil erstmal die Federbügel rausgehen müssen. Warum macht man nicht einfach erst die Federbügel, die Dinger raus? Ist okay, Logik im Spiel manchmal. So, das sieht noch relativ gut aus. Das sieht noch relativ gut aus. Die Seite scheint noch relativ okay zu sein, die andere. Generalüberholung des Motors. Da fehlen noch viele, viele Teile, die müssen raus müssen. Aber hier haben wir, also, glaube ich, fast alle durch. Ja. Fahrwerk haben wir durch. Aber da muss noch irgendwo ein Rad, da muss tatsächlich doch noch was raus. Aus der anderen Seite. Ja.
Muss es, weil da die Bremsscheibe durch ist. Genau. Gut, und jetzt müsste aber da auch alles weg sein. Gut. Damit haben wir Fahrwerk raus und haben wir Fahrwerk abgearbeitet. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Motor. Motor muss weiter auseinandergebaut werden jetzt. Das ist halt jetzt erstmal der Plan für heute. Morgen geht es dann weiter damit, das ganze Ding wieder zusammenzubasteln. Aber. Nun ja. Gehen wir rein. Weitermachen. Machen wir weiter. Ich muss jetzt von oben Step by Step weiter wegarbeiten, dass der Motor. Ich kann ihn leider nicht so zerlegen, wie ich gerne hätte. Halt, das noch eine. Habe ich schon gesehen, dass die Klammer da noch hängt. Auf der anderen Seite hängt nämlich auch noch eine. Ich kann nämlich nicht die Nockenwelle ziehen, ohne die. Die Nockenwelle rauszunehmen. So, dann geht das jetzt raus. Zylinderkopfdichtung. So. Okay. Kipphebel. Den nehmen wir mal mit raus. Gut, dann geht das nämlich jetzt weiter auf die andere Seite rüber. Oder sieht das da noch gut aus? Das sieht jetzt aber schon mal gut aus, ne? So, dann nehmen wir erstmal. Natürlich. Es müsste jetzt doch die ganzen Gewebe gezogen werden. Anders geht's jetzt nicht. Ich muss, wie gesagt, auch irgendwann an die Nockenwelle ran. Die ist halt Fritte. Und da kann ich leider nur irgendwie, warum auch immer, die von oben rausnehmen. Aber liegt daran, dass die links dazwischen sind. Ja gut, macht natürlich irgendwo doch ein bisschen Sinn. Türschlüsselstange. Was sind das für Teile hier drin, ey? In diesem uralten Auto, das Problem. Warte mal, da fehlt noch eine. Viel zu viel Kleinscheiß, muss ich sagen. So, Zündkerze weg, Zündkerze weg, Zündkerze weg und die nächste auch noch. Dann haben wir zumindest erstmal das weg. Die ganze Schose geht nämlich vielleicht auf der anderen Seite. So, jetzt können wir das nämlich rausnehmen. Dann haben wir die rechte Seite nämlich weg. So, jetzt geht's weiter hier mit den Kolben. Die müssen nämlich auch raus. Und ohne die Kolben komme ich nicht an die... Ich muss leider, das ist es halt. Ich muss an die Kolben, muss ich kaum ausbauen, um in die Nockenwelle unten zu kommen. Ausbauen würde theoretisch gehen, ja, aber nicht, wenn ich da noch mehr noch Teile dazwischen habe. Warte mal. Was ist da jetzt noch drin? Ist da noch irgendwo eine Klammer drin, die ich jetzt vergessen habe, oder was? Ich dicke Vermutung, dass es so ist. Ja, ist es auch. Und zwar dort. Ja, und zwar da. Und noch da auf der anderen Seite auch noch. So. Ja gut, die verbinden die, die Dings, ne? Verbinden die... Warte mal, ich gucke jetzt, ob ich jetzt alles hab. Sieht aber so aus, als hätte ich... Als würde ich alles haben. Gut. Weiter geht's. Ich sagte ja, es könnte sehr, sehr viel Arbeit dabei sein heute. So, weiter geht's heute mit dem Auseinanderfriemeln des, nee, des, der anderen Seite noch. So.
nächster Kipphebel raus. Jetzt kommen noch die weiten, noch vier insgesamt. Nein, fünf sind. Oh Gott, ey. Der Muster macht mich fertig, ey. Vor allem die nächste Karre bitte genauso anstrengend. Also es werden jetzt, mehrere anstrengende Folgen. Aber gucken wir mal. So, Ventilschlüsselspange weg. Noch eine raus. Noch eine raus. Noch eine raus. Wenn ich das Ding raus habe, kann ich tatsächlich erst die... das Ding ziehen, die letzten Kolben, und dann kann ich die Nockenwelle ziehen. Dann habe ich zumindest fast den Motor komplett nackig. So, jetzt müsste das passieren. Gut, dann noch was raus. So, jetzt kann die Kolben weg. Hoffe ich zumindest, dass ich alle habe. Ja, die sind tatsächlich, scheinen wohl auch nicht runter zu sein. Zumindest die Seite hier. So. So. Warte mal. Jetzt. Gut, jetzt marken wir das ganze Ding mal wieder hoch und bauen die Nockenwelle aus. Dann haben wir sie, glaube ich, alle komplett. Nee, da fehlt noch was. Und zwar eine weitere noch. Die andere Seite. Da fehlt noch was auf der anderen Seite. Nämlich du fehlst ja noch, mein Freund. Warte mal. Jetzt. Da war. Gut, dann nehmen wir so raus jetzt. Ja, ich habe den Generator gesehen. Den nehmen wir nämlich auch mit direkt raus, wenn ich das darf. Ne, den darfst du nur von der Mutterseite rausnehmen. Bestimmt, pass mal auf jetzt. Mit Ansage. Aber gut, vielleicht brauchen wir es gar nicht. Warum? Wo bist du jetzt dran? Hinkriegst du jetzt dran? Ach, ernsthaft? Ja, gut, okay. Das erklärt es. Das heißt, ich darf jetzt mal... ich darf natürlich wieder an den Motorraum zurück, weil ich muss nämlich noch da vorne ein bisschen was auseinanderbasteln. So. Dann geht die ganze Chose von vorne los. Erstmal den Generator. Das wollte damit heiß. Den muss da auch mal aufbauen. So, Steuergehäuse raus. Da ist die Steuerkette noch drin. Jo, da ist noch ein Nockenwellenrad, was ein bisschen kaputt ist. So, jetzt hoffe ich, dass ich die... jetzt habe ich, hoffe ich, ziehen. Dann hätte ich, glaube ich, hoffentlich alles. Jetzt müssen wir nämlich erstmal hoffen, dass wir jetzt alles haben an Teilen. Ja! Haben wir's. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die ganze Kohlschose wieder... ich hoffe, dass ich jetzt alle habe. Da ist alles drin. Das Fahrwerk haben wir. So, gut. Wir haben jetzt das Auto soweit auseinandergebaut, so wie das eigentlich sein sollte. In der nächsten Folge geht es dann tatsächlich weiter mit dem Bestellen und dem Zusammenbau. Und dann sind wir wieder dabei. Gut, ich freue mich, wenn ihr wieder anschauen würdet in der nächsten Folge. Ich weiß, dass es manchmal ein bisschen eintönig und langweilig ist. Es ist halt so. Wenn ihr mal Bock drauf habt, dann schreibt ihr gerne in die Kommentare, ey, spiel doch mal was anderes. Ich habe jetzt diesen Police Simulator geholt. Das heißt, wir können mal auch was anderes machen aus der Welt Simulatoren und können dann immer und später nochmal hierher zurückkommen. Könnt ihr nur in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock drauf habt, dann machen wir das auch. Gut, ich freue mich trotzdem, wenn ihr anschauen würdet. Morgen um 16 Uhr, je nachdem, was kommt. Also, es wird wahrscheinlich Automechaniker Simulator sein. Und dann gucken wir mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüssi.